Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Amnesia. Gottes Willen, eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Ich weiß auf alle Fälle, dass hier irgendwo so ein Oh, stimmt. Der hing ja hier ab. Ist ja Lamonstratoris irgendwo durch die Gegend eiert. Ich nur. Sowas von keine Ahnung habe, wo er durch die Gegend feiert. So ein schlechter Zustand. Ist ja nicht irgendwas hier. Sozusagen, jetzt würde hier irgendwo irgendwas lang. Traue mich da gerade irgendwie nicht so ganz rein. Lässt sich nicht bewegen. Okay. Es hängt auch nicht. Es weiß ich auch nicht, dass scheiß viel wiederkommt. Es ist ein Lech. Oh, übelster Sprachfehler, bitte. Merkt's, ne? Ein recht langer Gang, wo man, glaube ich, nicht ausweichen kann. Wo kann ich das herausnehmen, ey? Kopf dröhnt, Hände zittern, ja, das ist Standard bei dem jungen Mann. Hab ich noch was, was ich da rein ballern kann? Ja, dann. Ich will ja nicht sagen, aber von hier komme ich, ne? Also von der anderen. Auf einmal übelste Paras. Geil, da war ich anscheinend doch noch nicht, oder? 4th of August, 1839.
The nightmares woke me in the early morning, and for a moment, I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me, and he answered that things can be done, but at a price. Relax, Digga. Ui. Also damit habe auch ich jetzt nicht gerechnet. Geistiger Zustand, Punkt. Oh Gott. Sieht der mich? Boah, kann das sich jetzt mal langsam beruhigen? Das ist ja anstrengend so. Muss ich erstmal warten. Dann muss ich jetzt erstmal beruhigen. Oder muss ich dafür jetzt Medizin nehmen? Aber. Doch, hab ich. Um Wunden zu heilen. Ne, Wunden hat er ja nicht. Der ist einfach nur. Hatte geistig. Ich hab das Dachzimmer. Können wir mal erinnern. Es ändert ja nur das hier und nicht das da. Jetzt Licht anmache, fühlst du dich denn besser? Warte mal. Muss mal ganz kurz.
In der Küche steht ein Fass mit Säure, das wissen wir ja. Das haben wir ja schon gefunden. Oh, er ist wieder normal. Oh, Gott sei Dank. Oh, das Fass mit so. Ach, hier, gucke, jetzt hab ich. Okay. Ja moin, wo kommst du denn auf einmal her? Deine, wo willst du hin, mein Freund? Mach mal ganz kurz zu die Tür. Mach ich die mal kurz aus. Ja, geil, jetzt können wir mit dem Glas in die Küche gehen, können uns die Säure holen. Und dann müssen wir mal gucken, welcher Tür wir müssen. Wenn es so eng gekackt hätte, dann. Ein bisschen Angst. Ja, hier sind wir richtig, hier sind wir richtig weg, genau. Und da sind wir da Anfang gekommen. Laufen, einfach laufen. Ach, zack, Junge, du Schmetterl. Was ich mega cool finde. Geil. Ach du Scheiße! Da läuft er. Arschloch, was langst du von mir, Junge? Hä? Du Bastard. Ja, lauf ruhig zu Mutti. Kann ja auch nicht helfen.
Frage war und ist, wo war die Tür, zu der ich muss? Ich glaube, die hier wird es nicht gewesen sein. Könnt ihr einfach mal probieren. Es würde nichts bringen. Gott, der Schock geht mich nicht so. Er hört, glaube ich, wenn ich renne, ne? Was ist das da? Zellenbereich 3. Da hinten war eine Tür. Oh ja, ich glaube. Ja. Ja, sollte es ja auch. Uiuiuiui. Oh Gott. Wie langsam sich das Metalltor geöffnet hat, ja. Gut, Metall, ja. Ein bisschen Kraft. Und so, geil. Wir sind da raus. Wir haben ein neues Gebiet. Der kommt uns nicht hinterher, weil das ist irgendwie so eine Sicherheitsadlertür, die komisch aussieht. Ja, von daher. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Morgen, übermorgen, ja. Ich sag nicht, wann sie kommt. Bringt alles irgendwie gar nichts. aber es kommt wieder regelmäßig. Nicht nur Livestreams, sondern auch Let's Plays. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen und so. Kommentare schreibt mir mal gepflegt. Oh Gott. Ja. Schreibt mir mal gepflegt in die Kommentare, ob euch der ganze Shit hier gefallen hat. Wenn ja, wie gesagt, Däumchen und so, ihr wisst Bescheid. Und dann, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.